Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten aus einer virtuellen Maschine vor Parallels Hypervisor wiederherstellen können. So erstellen und konfigurieren Sie eine virtuelle Maschine mit Windows-Betriebssystem unter macOS. Parallels Desktop für Mac ist eine Virtualisierungslösung für das macOS-Betriebssystem. Die Virtualisierungssoftware ermöglicht es Ihnen, verschiedene Betriebssysteme innerhalb von macOS sowie deren Software auszuführen. Damit ist es möglich, Windows oder Linux als Anwendung auszuführen. Die Parallels Desktop-Software erstellt ein Image einer virtuellen Festplatte auf dem macOS-System. Diese Dateien können während des Betriebs beschädigt werden, sodass die virtuelle Maschine nicht mehr ausgeführt werden kann. In diesem Fall stellt sich die Frage, wie man Daten aus HDD und HDS-Dateien wiederherstellen kann. Im folgenden Video zeige ich, wie man eine virtuelle Maschine am Beispiel des Windows-Betriebssystems erstellt und welche Software zur Wiederherstellung von Daten aus HDD und HDS-Dateien verwendet werden kann. Wenn Sie Parallels Desktop noch nicht verwendet haben, müssen Sie es zunächst herunterladen. Die Software ist über den App Store oder die offizielle Website erhältlich. Laden Sie als nächstes Windows herunter, entweder über das Programm selbst oder ein Image von der Microsoft-Website und erstellen Sie ein portabiles USB-Flash-Laufwerk. Starten Sie das Programm, wählen Sie hier die Installationsmethode. Windows von Microsoft beziehen, das Betriebssystem von einer Festplatte oder USB-Stick installieren oder Windows auf den PC übertragen, weiter. Wählen Sie dann das entsprechende Image aus, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Lizenzschlüssel, eine Version einen Namen und einen Pfad zum Speichern der Dateien der virtuellen Maschine anzugeben, erstellen. Das Gerät wird dann hochgefahren und der Installationsprozess des Betriebssystems beginnt. Folgen Sie den Installationsschritten, der Vorgang unterscheidet sich nicht von einer normalen Systeminstallation. Weitere Informationen zur Installation des Betriebssystems finden Sie in einem separaten Video, der Link befindet sich in der Beschreibung. Danach wird das Gerät neu gestartet und ist betriebsbereit. Klicken Sie auf das Zahnrad im Fenster Parallels Kontrollzentrum für erweiterte Einstellungen. Unter Hardware-Einstellungen können Sie die Laufwerkgröße ändern, ein neues erstellen, den Laufwerkstyp ändern, um die Triebfunktion aktivieren oder deaktivieren. Legen Sie auf der Registerkarte Sicherung den Snapshot-Zeitplan fest. Ein Snapshot ist ein fester Zustand eines Gasbetriebssystems, der zu einem bestimmten Zeitpunkt gespeichert wird. Snapshots können manuell oder automatisch erstellt werden, während die virtuelle Maschine eingeführt wird. Um einen Snapshot des Systems zu erstellen, öffnen Sie die Registerkarte Option Text Snapshot. Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster einen Namen für den Snapshot ein und klicken Sie auf OK. Sobald Sie den Snapshot erfasst haben, können Sie mit der virtuellen Maschine weiterarbeiten und jederzeit zum erfassten Snapshot zurückkehren. Um zum Snapshot zurückzukehren, öffnen Sie Aktion zum Snapshot zurückkehren. Wählen Sie hier aus, ob Sie einen weiteren Snapshot erstellen möchten, um den aktuellen Zustand der virtuellen Maschine zu speichern, oder ob Sie direkt zum vorherigen Snapshot wechseln möchten, ohne zu speichern. Nachdem Sie einen Snapshot hochgeladen haben, können Sie den Zustand des Rechners zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots wiederherstellen. Damit können Sie versehentlich gelöschte Dateien aus der virtuellen Maschine wiederherstellen oder die Einstellungen überschreiben, die dazu geführt haben, dass die Maschine nicht mehr startet. Wenn dies nicht hilft und die virtuelle Maschine immer noch nicht startet, ein Fehler während des Starts auftritt und der Datenzugriff nicht möglich ist, kann Hetman Partition Recovery Ihnen helfen, verlorene Dateien wiederherzustellen. Es unterstützt alle gängigen Dateisystemformate und kann Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten nach Löschen, Formatierung, Software oder Hardwarefehler und
anderen Datenverlust-Szenarien helfen. Um Daten wiederherzustellen, müssen Sie herausfinden, wo die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert sind, sie auf einen Computer mit dem Windows-Betriebssystem kopieren, das Programm installieren und ausführen. Setzen Sie das die Dateien in das Programm und scannen Sie die virtuelle Festplatte. Standardmäßig werden die Dateien der virtuellen Maschine im folgenden Pfad gespeichert: Datenträger, Benutzer, Benutzername, Parallels. Der Parallels-Ordner enthält die Dateien unserer virtuellen Maschine. Wenn Sie sich nicht im Standardverzeichnis befinden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rechner und wählen Sie Showfinder. So können Sie den Ordner finden, der die Dateien der virtuellen Maschine enthält. Als nächstes müssen die Dateien beispielsweise über ein Netzwerk auf einen Computer mit Windows-Betriebssystem übertragen werden. Um von einem Windows-PK auf einen Mac zu zugreifen, müssen einige Netzwerkeinstellungen geändert werden. Klicken Sie dazu auf den Äpfel und öffnen Sie Systemeinstellungen. Gehen Sie zum Abschnitt Sharing. Hier aktivieren Sie das Kontrollkettchen gegenüber File-Sharing. Öffnen Sie dann Options, aktivieren Sie das Kontrollkettchen gegenüber SMB und den gewünschten Benutzer. Fügen Sie dann den Ordner mit den Dateien der virtuellen Maschine zu den Erweiterungen hinzu. Klicken Sie dazu auf das Pluszeichen und geben Sie den Pfad zu dem Ordner an. Hinzufügen, Add und legen Sie dann die Berechtigungen für den entsprechenden Benutzer fest. Jetzt können Sie eine Verbindung zwischen Windows-Computer und Mac über das Netzwerk herstellen und die Dateien der virtuellen Maschine kopieren. Starten Sie Hetman Partition Recovery und beginnen Sie den Wiederherstellungsprozess. Der erste Schritt besteht darin, die Dateien der virtuellen Festplatte zu mounten. Öffnen Sie dazu im Programmfenster den Menüpunkt Tools und wählen Sie Mount Disk. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Datenträger zu mounten. RAW Image, wenn Sie normale Träger mounten möchten, und virtuelle Maschinen. Hier sehen Sie eine Liste der Dateien und Programme, die unsere Software unterstützt. Wählen Sie den entsprechenden Image-Typ aus, in meinem Fall parallele Dateien. Geben Sie den Pfad zu den Ordnern mit den Dateien der virtuellen Festplatte an, die wir von Mac kopiert haben, und klicken Sie auf Ordner auswählen. Sie können die Dateien in der Software auch direkt über das Netzwerk einbinden, ohne sie auf das Laufwerk Ihres Computers zu kopieren. Geben Sie dazu einfach den Netzwerkpfad zu den Dateien auf Ihrem Mac an und klicken Sie auf Ordnen auswählen. Die Software lädt alle Dateien der virtuellen Maschine in dieses Verzeichnis. Die derzeit von der Maschine verwendete Datenträgerdatei ist als aktiv gekennzeichnet. Schnappschlussdateien sind mit Snapshot 1 und Snapshot 2 gekennzeichnet. Wenn die virtuelle Maschine über mehr als ein Laufwerk verfügt, hat das zweite Laufwerk seinen eigenen Namen, seine eigene aktive Laufwerkdateien und seine eigene Snapshot-Dateien. Markieren Sie hier die Datenträger, von denen Sie die verlorenen Informationen wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Weiter. Sie werden dann im Programmfenster angezeigt. Um die Datensuche zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Als nächstes wählen Sie die Erder-Analyse aus, wobei für den Anfang schneller Scan empfohlen wird. Wenn die Software die benötigten Dateien nicht finden kann, führen Sie verständliche Analyse aus. Die Software hat alle Dateien auf dem Laufwerk gefunden und zeigt sie an. Gelöschte Dateien sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Wenn Sie auf eine Datei klicken, können Sie deren Inhalt im Vorschaufenster sehen. Wenn Sie den Namen der gewünschten Dateien kennen, können Sie sie mit einer schnellen Suche nach dem Namen finden. Markieren Sie dann die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk an, auf dem Sie die Dateien speichern möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Mit Hetman Partition Recovery können Sie auch virtuelle Festplattendateien wiederherstellen.
PV, HDD, HDS, die beschädigt sind oder die sie versehentlich gelöscht haben. Wir haben ein ausführliches Video auf unserem Kanal, wie man Daten von macOS wiederherstellt. Der Link befindet sich in der Beschreibung unter dem Video. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.